So, herzlich willkommen, meine Krieger und Kriegerinnen. Ich wollte schon sagen, meine Kinder. Fuck. Nein, meine Krieger und Kriegerinnen. Schön, dass ihr einschaltet zu Tomb Raider 1. Wir sind hier im nächsten Raum. Ganz, ganz viel. Ganz, ganz viel Magma. Ganz, ganz viel Dreck. Wir haben einen Skater umgebracht. Ja, Archäologen und Skater, das ist schon immer eine Beziehung gewesen, die einfach noch nicht so ganz ausgefeilt war. Hier liegen sehr, sehr viele Uzi-Clips rum. Was mich zwar einerseits hoffen lässt, dass wir irgendwo noch eine Uzi finden. Andererseits habe ich auch die ganz üble Vermutung, dass der Zug abgefahren ist. So. Dieses Gebiet dient anscheinend primär dazu, sich nochmal aufzurüsten. Es ist noch nicht vorbei. Es ist noch nicht vorbei. Wenn es vorbei wäre, Freunde, dann würde man hier nicht so viel Munition finden. Ich habe auf jeden Fall einen Geheimgang da drüben noch gesehen. Also, ob es ein Geheimgang ist, keine Ahnung, aber es ist halt ein Gang. Schön vorsichtig hier, nicht, dass wir irgendwo in so eine Lavagrube reinfallen, so. Da vorne, geradeaus. Da. Der Dude. Das ist zu hoch. Okay. Es sah mir so aus. Seht ihr das? Es sieht eigentlich so aus, als würde es nicht in die Wand reingehören. Ich schaue gerade bloß diese Magmagruben nochmal ab, ob da sich irgendwas drin befindet oder irgendwie eine Möglichkeit, sich runterfallen zu lassen. Es scheint nicht so zu sein. Okay. Dann einfach mit der Ausrüstung weiter, die wir gefunden haben, würde ich sagen. Ich schaue nochmal kurz auf die andere Seite, ob da auch so ein Gang ist. Über 300 Speicherpunkte, Freunde. Das nenne ich mal was, du. Da werden so viele Magmakugeln runtergerumpelt kommen. Ja, Nummer 1. Das ist aber auch fies. Da kannst du ja nichts mehr machen, wenn du einmal falsch bist. 32 Schuss, okay. Was? Alter, die passen sich an. Was? Was ist das denn? Wie dreist ist das denn? Alter, das ist hier Fall Guys. Das ist überhaupt kein... Was soll das? Naja, Freunde, nochmal kriegt ihr mich nicht. Es sind auch so krass wenig Gegner, gell, dafür, dass wir eigentlich unsäglich viel Munition haben. Okay, das wird jetzt wieder eine klassische Kletterpartie für uns. Auf geht's.
Naja, gut, das ist eine unserer leichtesten Übungen hier. Schauen wir nochmal kurz. Ist hier irgendwo was? Da ist auf jeden Fall so eine Art Fallgrube oder so. Hier geht's nicht runter. Da waren wir schon unten. Da will ich nicht mehr runter. Nee, es sieht eigentlich ganz gut aus. Okay. Dann machen wir weiter wie vorgesehen. Und da kommt doch sicher... Ich speichere mal lieber ab. Da kommt eine Lavakugel runtergefallen, wenn wir uns festhalten. Wir dürfen uns nicht zu schnell hochziehen. Oder auch nicht. Ach, das ist gar... Ich dachte, da ist ein Deckel drauf. Also, dass da irgendwie eine Fallgrube drauf ist, aber das ist einfach nur ein Sandraum. Das ist ein bisschen suspicious hier. So ganz leicht, Freunde. Ganz leicht. Dahinter ist ein Geheimnis. Ich wittere es. Ah, warte mal, kann ich das überhaupt so rausziehen? Nee, ich muss ihn so. Passt. Ich dachte erst, dass ich es hätte auch zurückziehen können, aber es geht nur mit Drücken des, Also, jetzt von diesen Von diesen eigenartigen Magmahallen hin in Räume, die zwar über uns sind, aber jetzt komplett im Sand. Moin. Hier steckt jetzt quasi nochmal alles drin. Nee, müssen wir drücken. Ziehen? Hä? Also macht doch keinen Sinn. Boah, sorry Leute, mich nervt meine Frise heute so ein bisschen. Naja, müsst ihr ertragen, nicht ich. Nee, es geht. Ich kann's nur ziehen. Aber dann kriege ich's ja gar nicht weiter raus. Vielleicht stehen sich die gegenseitig im Weg. Nee. Okay. Jetzt bin ich überfordert. Jetzt bin ich so ein bisschen überfordert, muss ich sagen. Ich weiß nicht genau, warum jetzt hier auf ist. Aber okay, manche Sachen nehme ich einfach dankend an. So. Weiter geht nicht.
Was ist das hier gerade? Ich verliere vollkommen die Orientierung. Ich laufe einfach nur hin und her und hoffe, dass ich die richtigen Wege einschlage. Jetzt kann ich da... Ah ja, okay. Der war so platziert, dass man den anderen in die Richtung schieben konnte. Okay, okay. Ja, doch. Ungefähr Pi mal Daumen geht sich das, glaube ich, raus. Say cheese. Shit. Da kommt der nächste Typ. Oh, da haben sie schon die wildesten Hunde auf uns. Die ganzen komischen Draufgänger, die die Gute da für sich gewonnen hat. Alle mal die Fresse polieren hier. So, wo sind wir? Das ist eine Pyramide. Hier ist noch so eine komische Tür. Ach nee. Nee, stopp, hier sind wir rausgekommen. Ich bin vollkommen verwirrt. Hier sind wir rausgekommen. Was ist denn das für ein Weg? Es gibt Momente, in denen man einfach akzeptieren muss, dass so wie es gelaufen ist, alles richtig ist. Die Tür geht nicht auf. Würde aber vermutlich aufgehen, wenn man alles richtig macht. Ich habe da so eine Ahnung. Ich habe da so eine Ahnung. Und hier fehlt uns wahrscheinlich wieder irgendwas. Genau. No. No. Ein Dreieck. Illuminaten. Okay. Muss ich jetzt da von Spot zu Spot... Nee, geht sich das raus? Das geht. Wow, okay. Ist natürlich mit mega viel Frust verbunden, gell, wenn man das dann doch mal verkackt, weil er rutscht halt den ganzen Weg runter. Gut. Mhm. Mhm. Nice.
Ich dachte, uns haut es jetzt da runter. Okay, okay, Freunde. Auf geht's. Ah ja. Das ist die letzte Tür. Hat jetzt nochmal so ein bisschen... Ich finde, es hat ein bisschen was Ägyptisches. Aber gut, halt wegen diesem Sandstein. Wie viel Schuss haben wir noch? Es geht uns in 100 Jahren nicht aus. Und wenn ja noch 20 von den... Ja, 20 vielleicht nicht. Aber wenn da noch ein paar von denen kommen. Ah, da ist es. Okay. Ja, das war jetzt ja relativ easy, würde ich sagen. Ich speichere sicherheitshalber nochmal ab. Let's go. Druff da. Zwei von drei Secrets. Das war gar nicht so schlecht, würde ich sagen. Zwei von drei Secrets. So, ich könnte mir vorstellen, dass jetzt gleich eine Zwischensequenz kommt. Mal gucken. Und da sind wir schon wieder, Freunde, da sind wir schon wieder. Ich speichere mal kurz einen Moment ab. Wie heißt das gute Stück hier? Es heißt Atlantis. Okay. Ah, hier sind nochmal Ussis. Ja, geil. Dürften wir auch gut Schuss haben, ne? 1300, das nehme ich, du. Ach du Heiliger! Boah, das ist die Brut! Das ist irgendwie so die Brutstätte des Ganzen. Alter, okay. Na? Da links kommt noch einer raus, weil es bewegt sich. So sieht also Atlantis in Wirklichkeit aus. Naja. Merkt euch das für euer Real Life, wenn ihr irgendwo hinkommt und sich Türen von selbst vor euch öffnen. Schwierig. Schwierig. Naja gut, wir müssen da leider hin. Es hilft alles nichts, Freunde. Ich habe so das Gefühl, wir sind kurz vorm Finale. Freunde, da ich das Gefühl habe, wir sind kurz vorm Finale, machen wir es jetzt so. Ich verabschiede mich für heute. Sollte das Ganze jetzt nur irgendwie 3-4 Minuten noch lang gehen, würde ich sagen, setze ich die Folgen dann einfach zusammen. Aber vorerst verabschiede ich mich für heute. Wir sehen uns morgen. Haut rein, euer Udin Let's Play. Ciao, ciao.